Wenn die Fassade bröckelt, wird's Zeit, deine Bude mal wieder auf Vordermann zu bringen. Vor allem, wenn du auch einen neuen Anstrich planst. Wir zeigen dir, wie du das wieder hinkriegst. Als erstes machst du eine Bestandsaufnahme. Dann kannst du bewerten, wie du an den jeweiligen Stellen vorgehst. Kleine Sachen, Haarrisse und sowas, besserst du einfach mit Riss- und Putzacryl aus. Bei größeren Schäden muss der Putz zumindest stellenweise neu gemacht werden. Wenn du es perfekt haben willst, überziehst du am besten eine ganze Seite mit neuem Putz. Erstmal die Ausgangslage bewerten. Verschaff dir einen Überblick, wo und wie du an deiner Fassade Hand anlegen musst. Dafür kommt alles, was eh weg soll, ab. Die Ranghilfe hier zum Beispiel. Und der abgestorbene Weinstock auch. Wenn du die komplette Seite neu machst, müssen auch Vordach und Beleuchtung weg. Stehbolzen lässt du, wie der Name schon sagt, am besten stehen. Feine Risse gehst du mit Acryl an. Ebenso kleine Löcher. Bei losem oder schon abgeplatztem Putz hast du mehr Arbeit. Klopf die Fläche dafür ab. Wenn's irgendwo hohl klingt, hat sich der Putz gelöst. Dann muss er runter. Am besten, bevor er von allein runterkommt. Da oben geht's schon los. Da muss alles neu gemacht werden. Sowas hier musst du erstmal erweitern, sonst kriegst du kein Füllmaterial rein. Also, V-förmig aufkratzen. Zum Beispiel mit einem Schraubendreher. Kannst natürlich auch was anderes nehmen. Wenn der Putz richtig fest und hart ist, nimmst du so ein Multifunktionswerkzeug. Dann sauber machen. Misch Riss- und Putzacryl mit etwas Wasser, Verhältnis 1:4 etwa. Damit nässt du den Riss vor. Dann das gleiche Acryl direkt mit der Kartuschenpresse in den Riss reinspritzen. Und zwar vollständig. Was zu viel ist, kratzt du mit einem Spachtel wieder ab. Zuletzt nimmst du dir einen Pinsel und strukturierst die Fläche ein wenig, damit sie am Schluss zum Rest der Fassade passt. Das funktioniert übrigens nur, wenn keine baubedingten Schäden hinter den Rissen stecken. Frag im Zweifel einen Profi. Bei einem schadhaften Untergrund solltest du darüber nachdenken, die Fassade komplett neu zu machen. Ach ja, kleine Löcher kannst du natürlich genauso mit dem Acryl auffüllen. Putzschäden wie hier musst du erstmal freilegen. Mach da wirklich alles ab, was nicht mehr fest ist. Geht auch fürs Mauerwerk. Der Porenbetonstein hier hat ganz schön gelitten. Setze da lieber gleich einen neuen rein. Ist bei so einem Aufbau auch keine komplizierte Angelegenheit. Solange das aushärtet, kannst du oben die Dachkante schon mal abkleben. Da darf später nichts dran kommen. Dann musst du die Fläche mit Haftgrundierung behandeln, also einpinseln.
Weiter geht's am nächsten Tag. Mit Fassaden und Sanierungsspachtel. Oder Haftputz muss einfach zu deinem Mauerwerk passen. Bring den Putz mit einer Maurerkelle und einer rostfreien Glättkelle auf die Wand. Achte da auf die maximale Auftragsstärke, die dein Putz zulässt. Eventuell musst du erstmal trocknen lassen und noch eine zweite Schicht Haftputz auftragen. Am besten machst du das gleich oberflächenbündig zum angrenzenden Putz. Wenn der Sanierungsspachtel angesteift ist, machst du erstmal den Übergang zur angrenzenden Oberfläche sauber. Was da an Putzresten hängt, muss weg. Geht ganz gut mit einer Messingbürste. Wenn du an Putz anarbeiten musst, trägst du mit dem Gitterrabot so viel Sanierungsspachtel ab, wie nötig ist, damit du später den Oberputz drauf machen kannst. Der soll dann mit dem angrenzenden Putz wieder auf gleicher Höhe liegen. Die Fläche muss da echt gleichmäßig sein. Kannst du natürlich auch anders machen. Also von Anfang an nur so viel Sanierungsspachtel auftragen, dass der Oberputz gleich oben drauf passt, ohne zusätzlich was wegzurabottieren. Hört sich einfacher an, ist es aber nicht. Bevor es mit dem Oberputz losgeht, wird die ausgebesserte Stelle zunächst grundiert. Die Grundierung streichst du einfach mit einer Rolle auf den Putz und wieder trocknen lassen. Passend zum restlichen Putz deiner Fassade trägst du nun Oberputz auf und wartest, bis er angezogen ist. Dann mit dem Kunststoffreibebrett über die Fassade. Bei Reibeputz einfach in kreisenden Bewegungen. Da musst du ein bisschen ausprobieren, um die gleiche Optik wie am Rest der Fassade hinzubekommen. Wenn's angesteift ist, kratzt du die Übergänge sauber, auch wieder mit einer Messingbürste. Und dann wieder trocknen lassen. Wenn du Schäden an Fenster oder Türleibungen hast, besserst du die als nächstes aus. Als erstes Anputz leisten. Genau ablängen. Und dann mit der Wasserwaage dafür sorgen, dass sie genau senkrecht sitzen. Festdrücken. Klebt die Fenster dann komplett ab. Fensterbank auch, soll ja nichts dran kommen. Für stabile Kanten kommen noch Eckschutzprofile. Schneid deshalb einen 5 cm breiten Streifen mit dem Winkelschleifer ein. Die kriegt man da sonst nicht hin. Der Winkelschleifer braucht dafür natürlich das passende Blatt. Nicht zu tief, nur in Putzstärke. Den Putz da dann komplett weg. Mit Hammer und Meißel. Dann auch hier Haftgrundierung auftragen. Die Eckschutzprofile müssen die richtige Länge haben. Dann Eckschienenmörtel anrühren und die Schienen auf die Ecke bringen. Genau ausrichten. Wenn das dann getrocknet ist, werden die Flächen mit Sanierungsspachtel aufgefüllt. Nach dem Ansteifen, Kanten und so weiter abstoßen. Und trocknen lassen. Universalgrundierung drauf. Auch die muss trocknen. Und dann einmal ringsum, überall wo ausgebessert wurde, der Oberputz.
ansteifen lassen. Mit dem Kunststoffreibebrett rüber. Übergänge kannst du auch mit einem Schwamm angleichen. Na, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn du zu viele Beschädigungen oder eine ungerade Fassade hast, kannst du gleich die ganze Seite neu machen. Dann wird's perfekt und viel länger dauert es auch nicht. Sorg dafür, dass du überall gut hinkommst. Wenn du höher hinaus musst, nimmst du ein Gerüst. In unserem Fall tun's auch Gerüstböcke. Die sollen stabil und gerade stehen. Musst schließlich vernünftig drauf arbeiten können. Drunter kommt Vlies, damit der Boden nichts abkriegt. Anputzleisten an Tür und Fenster, mit denen kriegst du einen sauberen Anschluss hin. Abkleben. Tür und Fenster. Aber auch oben, damit das Metall nichts abkriegt. Mach dann alles ab, was nicht stabil und gerade ist. Hier kannst du ordentlich was wegnehmen. Dafür nimmst du den Gitterrabot. Wenn solche alten Schienen oder was auch immer das sein soll, nichts mehr taugen oder stören, machst du sie weg. Da kommen gleich richtige Eckschutzprofile hin. Darum auch hier 5 cm Putz weg. Mit dem Winkelschleifer einschneiden. Und dann mit Hammer und Meißel ran. Weiter geht's. Sauber machen. Dafür gibt's Fassadenreiniger. Der wird verdünnt oder pur aufgetragen. Steht auf dem Eimer, liest da genau nach. Und drauf damit. Mit einem Hochdruckreiniger von oben nach unten alles sauber machen. Sonst drückst du dir den Dreck ins Dach. Auf die offenen Stellen kommt Haftgrundierung. Die Fläche wäre sonst zu saugfähig und dein Putz würde aufbrennen. Dann Eckschutzprofile. Auf die richtige Länge und mit Eckschienenmörtel anbringen. Alle 20 cm einen Batzen. Schienen rein und genau ausrichten mit einer Wasserwaage. Und dann den Mörtel glatt ziehen. Das lässt du jetzt gut trocknen. Die Türleibung hier machen wir mit Kalkzementputz. Der ist für solche Tiefen von 15 bis 20 mm ideal. Achte in der Leibung auf deinen späteren Putzaufbau. Du darfst jetzt nicht bis zur Oberkante auffüllen. Da kommen noch weitere Putzschichten drauf. Alle sonstigen Schadstellen gleichst du mit Sanierungsspachtel aus. Wenn's getrocknet ist, stößt du überstehende Kanten mit dem Rabot ab.
Misch Sanierungsspachtel in einem großen Mörtelkübel an. Mischverhältnis steht auf deinem Sack. Bereite einzelne Streifen Armierungsgewebe vor. Die verlegst du in Bahnen. In unserem Fall machen wir oben eine Bahn quer bis zur Mitte der Tür und darunter nochmal zwei. Den Sanierungsspachtel ziehst du mit einer rostfreien Stahltraufel auf die Wand auf. Markier dir, wo die erste Bahn aufhört. Genau den Bereich musst du jetzt abspachteln. Zahnkelle her und durchkämmen. Da braucht's eine 10 mm Zahnung für 5 mm Putzaufbau. Armierungsgewebe drauf und mit einem Fassadenspachtel einarbeiten. Die Stehbolzen kannst du einfach freischneiden. Tür und Fenster dann auch. Und alles gut glatt streichen. Zweite Bahn, die darunter. Das Gewebe der beiden Bahnen muss 10 cm überlappen. Genau da trägst du den Spachtel mit dem Fassadenspachtel ab. So gehst du langsam über die ganze Seite. Durch das Gewebe überbrückst du kleine Schadstellen und Risse. Die können dann auch so leicht nicht wiederkommen. Und zack, bist du fertig. Aber keine Pause jetzt. Du musst die frisch verputzte Wand vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen. Das geht mit einem Netz. Die Laibung von Tür und Fenster kannst du danach immer noch machen. Auch mit einem Armierungsgewebe. Immer wieder mal nachnässen. Die Fassade darf nicht zu schnell trocknen, sonst brennt der Putz auf und ist hin. Bevor es ganz ausgehärtet ist, gehst du nochmal mit dem Rabott über die Fläche. So glättest du überstehende Kanten und letzte Unebenheiten. Die stören sonst, wenn du den Oberputz drauf machst. Dann 3 Tage stehen lassen und Universalgrundierung drauf. Alles glatt und sauber? Dann kommt der Oberputz. Da solltest du für ein einheitliches Gesamtergebnis die gleiche Putzart nehmen wie an den anderen Seiten. Misch den auch in einem großen Mörtelkübel an. Am besten gleich mehrere Säcke auf einmal. Aber nur so viel, wie du auch in der Offenzeit verarbeiten kannst. Dann fängt einer mit der Laibung an. Der andere bringt das Material an die Wandfläche. Gleichmäßig und dünn, in Kornstärke, sagt man. Wenn der Putz leicht angezogen ist, wird er mit dem Kunststoffreibebrett verrieben. So lang, bis die Fläche schön gleichmäßig aussieht. Also beim Reibeputz zumindest. Da gibt's natürlich auch andere Putzarten. So geht's über die ganze Seite. Geschafft! Das hast du echt heldenhaft gemeistert. Jetzt kommt die Trocknungsphase. Das kann eine Weile dauern. Denk immer ans Nässen, auch wenn die Sonne nicht scheint. Gerade wenn's warm ist. Schnell trocken ist nicht gut. Nach dem Trocknen passend zur Fassadenfarbe grundieren. In Wunschfarbe streichen. 2-mal, sonst wird das nichts. Come on, die, yeah, yippee, yippee, yeah.
Lad dir die Material- und Werkzeugliste runter und dann ran an die Fassade. Du hast noch mehr mit deinem Haus vor? Dann abonniere Hornbach und verpass kein Projekt mehr. Es gibt immer was zu tun mit der Hornbach Meisterschmiede.